Oh nein, Yoshi wurde beklaut. Oh, warte, das ist ein anderer Yoshi. Okay, na dann. Hallo und willkommen zu meinem Review von Detective Conan Episode 877. Schon am Anfang dieser Episode zeigt der Täter sein schreckliches Gesicht. Ja, genau dieses. Aber er ist nicht alleine, wie wir im Laufe der Folge erfahren. Es ist nicht nur ein Täter bei der alten Dame eingebrochen, sondern gleich zwei. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass der falsche Gunther gar nicht wusste, dass er ein Täter ist, sich sogar für unschuldig gehalten hat, denn auf seiner Flucht, da er ja kein Täter ist, was er denkt, weil er sein Gedächtnis verloren hat, ist er von der Polizei weg, hat ein fremdes Grundstück betreten ohne Erlaubnis, Eigentum eines anderen beschädigt, Schienen überquert, obwohl der Schranken schon unten war, ein Auto geklaut, GTA-Style, und als das dann nach ein paar Meter kaputt war, obendrauf noch ein Fahrrad geklaut, GTA für Arme-Style. Die ganze Folge hat sich demnach eben, wenn man sie sich so ansieht, nach einer Parodie ihrer selbst angefühlt. Denn Conan hat zwar den Fall lösen können, hatte aber genau null, nichts an wirklichen Beweisen, lag aber am Ende trotzdem richtig. Regel 1, Conan hat immer recht. Regel 2, sollte Conan mal nicht recht haben, tritt sofort Regel 1 in Kraft und der Plot gibt ihm recht. Die zwei Sachen, die ich noch zusätzlich erwähnen möchte, das erste ist, als ich das Tourview zu der Folge gesehen habe, dachte ich zuerst, wollen die sich jetzt selber parodieren? Wollen das eine Parodie von sich selber machen, weil als da kam, Genta hat eine Beule bekommen, dachte ich mir, was soll das? Genta hat andauernd eine kahle Stelle auf seinem Kopf. Was wollen die eigentlich? Das passt doch eh. Nur war eben dann im Endeffekt die Beule, die er hatte, auf der anderen Seite und um einiges größer. Aber abgesehen davon habe ich mir am Anfang nur ziemlich am Kopf gegriffen. Wie ging's euch da? War ihr auch ein bisschen verwirrt? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr mir gerne noch einen Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das zweite, was ich sagen wollte, ist, es gab mal wieder, und Gott sei Dank, dieses gegenseitige Genecke zwischen Halberer und Conan, diese Zusammengehörigkeit, die die beiden haben. Und sogar Ai fühlt sich diesmal ein bisschen auf den Slip getreten. Also Mitsuhiko meint, nein, wir können den Typen nicht einfach als brutalen Mann bezeichnen mit roter Jacke, das geht nicht. Wir brauchen irgendeinen kurzen, bündigen, einfachen Namen. Und hat dann zuerst eben Gonbai vorgeschlagen, doch dann kam Halberer mit der tollen Idee, warum nennen wir ihn nicht Gonta, denn er ist ein Gonbai, ein Unbekannter, der Genta gestoßen hat. Gon von Gonbai, Ta von Genta. Und sie hat das eigentlich nur so spaßhalber ironischerweise zu Conan gesagt, nur leider haben das alle anderen mitbekommen und dann auch noch dazu gesagt, so als nächsten Punch in die ganze Sache, das klingt doch noch etwas, was der Professor sagen würde. Und da merkt man eindeutig, die beiden verbringen eindeutig zu viel Zeit. Aber dieser Name, abgesehen von dem Wortspiel, hatte auch noch eine andere Daseinsberechtigung, denn es hat dem falschen Gonta die Möglichkeit gegeben, sich an seinen echten Namen zu erinnern, nämlich Gonotaro, und wegen diesem Namen haben ihn schon viele, schon als Kind, als Gonta bezeichnet. Und nachdem er seinen Namen weiß, sind ihm dann auch alle anderen Sachen eingefallen und auch seine extrem, ich nenne es mal blöde Motivation für die Raubidee, weil er einfach wieder durch die Idee, einen Raub begehen zu können, sich neue Motivation, neue Inspiration holen konnte. Natürlich war er eigentlich ein Anstifter Uchihara Masuzu, aber trotzdem aus so einem Grund eine Tat zu begehen, auch wenn man solche Schulden hat, da ist der falsche Gonta wirklich um einiges schlimmer als der eigentliche Gonta, der Gonbei, der Genta gestoßen hat. Aber Mann, ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil da scheint es mit dem Plot weiterzugehen. Na gut Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da, sowie einen Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.